Wenn die AfD regiert, wird das Landesantidiskriminierungsgesetz sofort zurückgedreht. Was denkt sich Justizsenator Behrendt bei dieser eingeleiteten Kapitulation des Rechtsstaats in Berlin? Trotz der zahlreichen Kritik aus den Polizeigewerkschaften, die insbesondere kritisieren, dass es jetzt eine Beweislastumkehr gibt, das heißt also nicht, derjenige, der klagt, also der behauptet, er würde diskriminiert werden, muss nachweisen, dass eine Diskriminierung stattgefunden hat, sondern die Polizei muss nachweisen, dass keine Diskriminierung stattgefunden hat. Völlig unmöglich und öffnet Missbrauch Tür und Tor. Wir wissen, dass die großen arabischen Clans in Berlin alle davon profitieren werden. Die haben perfekte Anwälte, die immer einen Grund finden werden, zu sagen, oh, ich wurde jetzt hier bei irgendeiner polizeilichen Maßnahme diskriminiert. Und die Polizeigewerkschaften aus den anderen Bundesländern, die haben jetzt schon angekündigt, dass sie keine Beamten mehr nach Berlin schicken wollen, um nicht diesen Repressalien ausgesetzt zu werden. Innenexperte Carsten Woldert treibt die Altparteien vor sich her. Mit dem positiven Nebeneffekt, dass begonnen wird, die arabischen Clans zu bekämpfen. Leider wird immer noch nicht konsequent abgeschoben. Die Clankriminalität ist aber nicht erst seit 2 Jahren bekannt. Sie ist seit über 20 Jahren bekannt und sämtliche Länderpolizeien, insbesondere die in Nordrhein-Westfalen und Berlin, hatten das auf dem Radar. Jetzt kann sich ja natürlich dann mal die Frage stellen, warum ist es jetzt gerade in einem Fokus gerückt? Kann es vielleicht etwas damit zu tun haben, dass nur die AfD seit Beginn dieser Legislatur den Mut hatte, das Thema überhaupt anzusprechen und übrigens auch den Mut hatte, sich nicht unmittelbar einem Rassismusvorwurf ausgesetzt zu sehen, sondern schlicht und ergreifend einfach nur aufgestellt haben, schaut man, das ist ein Problem und nur wenn wir Ross und Reiter benennen, kann man auch das Problem beseitigen. AfD-Verkehrsexperte Frank Scholtisek hat bei der Senatsverkehrsverwaltung einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der sogenannten Pop-up-Radwege eingereicht. Denn die Einrichtung der Radwege ist eindeutig rechtswidrig. Darum müssen die gelben Markierungen umgehend von den betroffenen Straßen entfernt werden. Es ist untragbar, dass Kraftfahrer durch politische Willkür die Nutzung von Straßen verwehrt wird. Die AfD lehnt diese Autohasspolitik ab und wird notfalls auch klagen. AfD-Finanzexpertin Christine Brinker ist besorgt über die geplante Neuverschuldung der Stadt und hat darum gemeinsam mit der Fraktion eine Streichliste im Umfang von 3,5 Milliarden Euro ausgearbeitet. Was kostet uns die E-Mobilität für die BVG? Veranschlagt mit insgesamt, stellen Sie sich das mal vor, 1 Milliarde Euro. Eine Milliarde. Das muss nicht sein, wenn man weiß, dass ein E-Bus doppelt bis dreimal so viel kostet wie ein normaler konventioneller Bus. Punkt 2, unser Berliner Stadtwerk. Das wurde im letzten Jahr mit 100 Millionen Euro gefördert und mit einem entsprechenden Eigenkapitalzuschuss ausgestattet. Es gibt über 100 Anbieter von Strom und Gas in dieser Stadt. Da brauchen wir nicht noch ein öffentliches Unternehmen zusätzlich. Das Berliner Stadtwerk ist im Prinzip gescheitert. Es geriert ihre Kunden fast ausschließlich über die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, also über landeseigene Unternehmen. Insofern ist das Berliner Stadtwerk in dieser Form vollständig überflüssig. Kommen wir zum dritten Punkt, der Wohnraumförderung. Das ist ein gigantischer Posten, den wir mit insgesamt 750 Millionen Euro streichen würden. Wenn man diese Förderung umstellt und nur noch wirklich die Menschen fördert, die tatsächlich Bedarf haben an sozialem Wohnraum, könnte man die Hälfte der Kosten einsparen. Ein Riesenpaket für uns. Das Abgeordnetenhaus hat den Medienrat neu gewählt. Mit dabei Markus Beckedahl. Medienexperte Ronald Leser hat aus diesem Anlass eine große Enthüllungsgeschichte über die Medienanstalt recherchiert. Markus Beckedahl ist Chefredakteur der Webseite netzpolitik.org, die sich mit Themen wie Datenschutz, Überwachung oder Urheberrecht befasst. Gleichzeitig ist Beckedahl einer von 2 Inhabern einer Firma namens New Thinking Communications. Diese macht beispielsweise für Parteigliederungen der Grünen die Internetauftritte. Und die Agentur ist Inhaberin der Republika GmbH. Das ist die Firma, die Internetmesse gleichen Namens veranstaltet. Seit 2014 gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg, das ist die Filmförderung,
und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg bei der Organisation der jährlichen Media Convention. Diese Media Convention ist eine weitere Messe, die von den drei genannten Institutionen zusammen ausgerichtet wird. Die Republika wird vom Staat, also über die Medienanstalt und das Medienboard, subventioniert. Die genaue Summe kenne ich noch nicht. Es ist mindestens ein fünfstelliger, vielleicht auch sechsstelliger Betrag. Die Firmen von Markus Beckedahl profitieren auch auf andere Arten von staatlichen Aufträgen. Die Links und Details dazu finden sich auf meiner Internetseite www.ronaldgläser.de. Ich fasse mal zusammen. Steuer- und Rundfunkbeitragszahler finanzieren über mehrere Umwege die Aktivitäten des Unternehmers Markus Beckedahl. Er sitzt aber in einer Schlüsselstellung bei der Landesmedienanstalt, deren Sender Sängerinnen mit Antifa-Fahne auftreten lässt.